Hi und Servus zum Review von Tovo. Heute Teil 2 meines G3 Specials auf dem Tisch. Ja, hier steht Classic Army, aber es stimmt nicht ganz. Es ist Schwabenarms und zwar die Schwabenarms SAR M41FS, die Offiziersversion. Kommt wieder hier in diesen Classic Army Koffer. Lieferumfang, Leute. Wieder mal sehr simples Styropor-Inlay. Recht bröseliges Styropor, das mag ich jetzt nicht so gern, aber okay. Messprotokoll von der Firma Begadi. Dort bekommt ihr diese guten Stücke exklusiv. Diese crownt hier ein bisschen schwächer als meine zuvor getestete Version, aber nichtsdestotrotz immer noch mehr als ausreichend. Was ist noch bei mir mit dabei? Ein Adapter, mit dem ihr von Tamiya, also beziehungsweise von DIN-Hochstromstecker auf Tamiya-Client switchen könnt. Wir haben Abdeckcover fürs Aluminium-Riss-System, zwei Stück. Ein Stahlblech High-Cap-Mag, gerade Bauweise. Sollen auch schließlich die großen 7,62er Patronen rein. So, scheiß Styropor. Brr. Genau. Und natürlich das Gewehr. Gucken wir es uns doch mal an. Räumen wir mal kurz das Papierzeugs auf die Seite. Sodala. Das hier ist eigentlich jetzt der grobe Lieferumfang der Waffe. Schaut soweit ganz gut aus. Kurzer Hintergrund zur Waffe: Es ist eine verkürzte Version des standardmäßigen G3s. Statt eines Kunststoff- bzw. Holzvorderschaftes verfügt diese Waffe hier über ein schönes CNC-gefrästes Aluminium-Riss-System. Damit könnt ihr halt auch ranbauen, was ihr wollt. Leider könnt ihr nichts oben drauf bauen. Dazu braucht ihr dann hinten immer noch diese Klemmbrücke. Aber das erzähle ich euch alles zu seiner Zeit. Technische Daten: Es ist eine SAEG, elektrisch betrieben, ganz klar. Sie schießt in Deutschland nur semiautomatisch, vollautomatisch ist ja leider verboten. Kaliber 6 mm BB. Wir verfügen über ein einstellbares Hop-Up. Zum Hop-Up erzähle ich euch auch gleich was. Es gibt bei den verschiedenen Versionen, die jetzt bei Begadi exklusiv erhältlich sind, verschiedene Hop-Up-Typen. Alle haben natürlich ein Hop-Up, aber manche verfügen über ein Metall-Hop-Up. Diese hier verfügt über kein Metall-Hop-Up. Es ist einfach eine ganz normale Kunststoff-Hop-Up-Unit. Die zuvor getestete M41/43 verfügt über ein Metall-Hop-Up. Aber das könnt ihr beim jeweiligen Artikel ja nachgucken, mit welchem Hop-Up-Typ diese Waffe ausgestattet ist. Begadi bietet allerdings für alle G3-Modelle optional eine Metall-Hop-Up-Unit an, falls ihr wechseln wollt. Braucht euch aber keine Gedanken drum machen, die Hop-Up-Units funktionieren immer super, egal ob sie aus Kunststoff sind oder aus Metall. Metall ist halt einfach langlebiger, ne? Aber ich selbst spiele auch seit geraumer Zeit mit Kunststoff, Hop-Up-Units bei manchen meiner Waffen und da gibt es keine Probleme. Material der Waffe. Also bei der hier ist es deutlich mehr Metall. Wir haben natürlich den Upper Receiver aus einem Alu-Druckguss, dann hier das sauber gefräste aus Aluminium bestehende Riss, Korntunnel, der Diopter, Metall, Abzugszüngel, Metall, Fire Selector Switch, Metall. Der Lower Receiver besteht aus Kunststoff, ebenso wie der Hinterschaft und natürlich die dick gummierte Auflage. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Zeigen wir euch mal die andere Seite hier der Waffe. Und wieder fliegt das Styropor rum. Bäh. So, genau. Soweit, so gut. Wir verfügen über ein mitgeliefertes High-Cap-Mag. Ganz normal zu bedienen, wie es bei High-Caps halt also einfach der Fall ist. Verfügt über eine Kapazität von bis zu 500 BB, also das ist schon einiges. Die Waffe verfügt über eine maximale Energie zwischen 1,4 und 1,5 Joule. Ich habe es jetzt recht zuverlässig mit 1,5 Joule gecrownt, also das reicht dicke. Der Lauf ist jetzt nicht mehr ganz so lang, hat jetzt nur noch 28 cm bei einer Waffengesamtlänge von 82 cm. Die Gearbox ist eine V2 und zwar eine verstärkte V2, ebenfalls mit 7 mm Kugellagerlaufbuchsen. Hat Stahlgears, einen ventilierten Pistonhead, der High-Torque-Motor von Classic Army und ebenfalls ein Kugellager am Spring Guide. Richtig, richtig cool. Außerdem hat die Gearbox ein Federschnellwechselsystem. Finde ich echt nicht schlecht. So viel zu den Internals.
Nee, Quatsch, eins sage ich noch, auch diese Waffe hier hat einen 603er Tuninglauf. Alle anderen Modelle verfügen ebenfalls darüber, also das ist super, super cool. Braucht ihr nicht zu irgendeiner Fremdfirma laufen, wie jetzt zum Beispiel Mad Bull, und euch einen Tuninglauf kaufen, denn ihr habt bereits einen 603er ab Werk verbaut. In Kombination mit der Lauflänge resultiert eine sehr akzeptable Schussleistung, Präzision. Habe sie auch gerade wieder im Garten geschossen. Ein wirklich genaues Gerät und macht absolut Spaß. Für die Entfernungen, die wir spielen, reicht die Performance-Dicke. Also das kann ich schon mal dazu sagen. Gewicht der Waffe, ca. 2,9 Kilogramm. Damit auch fast genauso schwer wie die zuvor getestete M41-43, obwohl sie deutlich länger und größer ist. Das liegt aber daran, dass bei der Waffe einfach hier dieses schwere Aluminium-Riss vorne dran hängt. Und mir kommt auch so vor, als wäre das Magazin ein bisschen schwerer. Dadurch, dass die Waffe jetzt generell kompakter ist, etwas, ja, sag ich mal, weniger lang, zentriert sich das Gewicht umso besser. Und ich muss sagen, die liegt echt richtig geil. Die liegt noch besser in der Hand als die andere. Von beiden von mir getesteten Waffen ist die persönlich mein absoluter Favorit. Einfach weil ich diese kurze, knackige Bauform mag. Und sie liegt halt einfach super in der Hand und bietet auch nach wie vor eine tolle Performance. Genau, gehen wir mal ein bisschen so auf die Highlights ein. Wie gesagt, natürlich das schöne beschriftete Wrist-System. Wir haben original Schwabenarmsmarkings hier sauber drauf gelasert. Begadi, unser FM5-Werk mit einer Kaliberangabe. SAR, Germany. Wir haben hier natürlich unseren Fire Selector Indikator, der leider nicht gemarkt ist mit mit Safe, Einzelfeuer, Dauerfeuer. Auf der anderen Seite haben wir hier ebenfalls S, E und F. SAR-Logo, Modellbezeichnung, die SAR Offizier M41 FS und hier natürlich Schwabenarms GmbH als Logo. Das wäre es dann zum Thema Beschriftung. Mehr gibt es auf der Knifte an und für sich gar nicht. Bauweise ist wie beim Original. Über die Pins hier vorne zum Beispiel könnt ihr das Riss runterziehen. Dazu sei auch gleich gesagt, dass zum Beispiel die SAR M4105 bzw. MX5 Varianten von ICS passen die Handguards. Also da könnt ihr auch die Handguards von ICS dran bauen, der jeweiligen Modelle von der MX5 und von der MP5. Ne? Gibt es auch bei Begadi. Sehr, sehr cool. Wir haben eben das verstellbare Trommelvisier mit drei Löchern und einer V-Kimme. Funktioniert ganz gut, wobei es ehrlich gesagt bei der ICS-Version ein bisschen schöner zu drehen war. Nichtsdestotrotz funktioniert und ich spiele es eigentlich eh bloß meistens über die V-Kimme, weil das reicht zum Airsoften, wie gesagt, vollkommen aus, da man durch die sehr kleinen Löcher nicht viel erkennt. Vorne haben wir einen Flash-Hider drauf mit 14 mm Negativgewinde, lässt sich einfach runterschrauben und gegen Silencer sowie ja, andere Attrappen ersetzen. Genau, das passt soweit auch. Wie vorher beim letzten Review schon gesagt, ihr braucht euch keine Gedanken machen um etwaige Qualitätsmängel bei dieser Waffe. Ja, Classic Army hatte in der Vergangenheit ein paar Probleme, was brüchige Bodies bei Metall anging. Da haben sie jetzt nachgebessert, behaupten sie zumindest, und es ist deutlich langlebiger. Werden wir sehen. Macht auf jeden Fall alles soweit einen guten Eindruck. So weit, so gut. Bedienung der Knifte. Gucken wir mal, was haben wir denn eigentlich hier alles Schönes? Jo, wir haben hier zum Beispiel unsere Abdeckcover für das Wrist-System. Diese werden einfach hier von vorne aufgeschoben und können dann hier mittels dieser Clips so quasi auf der Rail ja, arretiert werden. Liegt dadurch dann etwas schöner in der Hand, stört nicht, weil das Wrist relativ scharfkantig ist. Mich persönlich stört es aber nicht, da einfach meine Waffen mit Handschuhen beschossen werden und man auch einen guten Grip hat, und mir gefällt ehrlich gesagt die Optik ohne diese Dinger sogar noch besser. Außerdem könnt ihr es von oben erkennen, machen es die Rails schon ziemlich fett. Ne? Also ihr könnt sehen, da kommt schon mal noch einiges drauf. Bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, ich persönlich will sie nicht hernehmen, aber das ist natürlich Geschmackssache, das ist ganz klar, weil ich finde, es fässt sich einfach geil und biestig an, ne? So ein scharfkantiges Alu-Riss, vorne mit Handschuhen, habt einen guten Grip. Genau, so, schauen wir es uns mal von oben an.
Wir haben wieder unseren typischen Korntunnel mit dieser noch typischeren Heckler- und Kochvisierlinie. Durchdrehen, wie gesagt, verstellbar. Auf der linken Seite der Waffe verfügen wir über den typischen G3-Spannhebel mit Knickgelenk. Dieser lässt sich ebenfalls wieder bewegen, und zwar nach hinten und nach oben arretiert er sich hier und gibt auf der anderen Seite dadurch den Blick auf die Hop-Up-Unit frei. Diese Hop-Up-Unit unterscheidet sich von der anderen Version eben dadurch, dass sie aus Kunststoff ist und ein Dial-Type-Hop-Up ist. Das heißt, ihr habt so quasi eine axiale Einstellmöglichkeit, während es bei der anderen radial ist, also halt eben ja, in der radialen Richtung eine Verstellmöglichkeit habt. Das ist eigentlich schon der große Unterschied dadurch. Auch dieser Hebel verfügt wieder hier über coole Nachladeaktionen, wie hier einfach draufklappen, draufhauen und das Ding schnallt nach vorne. Aber ihr könnt es natürlich auch von Hand nach vorne kommen lassen. Funktioniert ganz gut, läuft auch ein bisschen besser als die zuvor getestete. Allerdings, das läuft sich natürlich mit der Zeit alles ein und ihr könnt es ein bisschen schmieren, ölen, dann läuft es natürlich umso besser. Genau. Weiter geht's auf der linken Seite der Waffe mit folgenden Dingen. Wir verfügen natürlich über einen Fire Selector Switch, welcher sehr sauber wieder rastet und auch toll zugänglich ist. Und schon wieder ein Styroporfitzelchen. Safe, Klick, Einzelfeuer und Klick, Dauerfeuer. Dauerfeuer natürlich, Mensch, dieses blöde Styropor. Dauerfeuer in Deutschland, wie gesagt, nicht erlaubt, daher nicht aktiv. Das Abzugszüngel liegt sauber am Finger und ist recht breit, Heckler und Koch typisch. Ist aber nichtsdestotrotz richtig gut. Auch hier bei der Waffe kann man schön erkennen, dass ich hier wunderbar mit meinem Daumen an alle Bedienelemente rankomme, ohne meinen Finger vom Abzug nehmen zu müssen. Also das ist schon echt nicht schlecht. So, das war es dann eigentlich schon mit den Bedienelementen auf der linken Seite. Nee, Quatsch, sorry. Wir haben hier vorne natürlich wieder eine Ösenaufnahme, genauso wie hier hinten am Stock. Auch verfügt diese Waffe über keinen QD-Mount und keinen One-Point-Sling-Bügel. Ne? So, dann hier auf dieser Seite der Waffe verfügen wir über einen M4-Style-mäßigen Mag-Release. Das heißt, ihr kommt mit dem Zeigefinger also ganz knapp hin und das ist echt ganz, ganz knapp. Ich würde einfach empfehlen, das Magazin mit der großen Magazinauslösewippe hier unten rauszuhebeln, welches relativ streng geht, aber es funktioniert. So, Magazine einlegen. Es funktioniert ein bisschen anders als bei der vorher getesteten. Bei der vorher getesteten steckst du es einfach rein. Das hier ist jetzt recht ähnlich zur AK. Ihr könnt hier vorne am Magazin eine kleine Nase erkennen, welche hier unten im Magwell eingreift. Das heißt, ihr setzt es von vorne erstmal so ein und rastet das Magazin dann nach hinten richtig ein. Wie bei einer AK, zumindest so ähnlich. Ne? Raus wieder genauso, drücken, nach vorne kippen, rausziehen. Rein, kippeln, klack, bombenfest. Also nicht wie bei der anderen, das hält bombenfest. Und jetzt habt ihr hier so richtig schön einen geilen 7,62er Prügel im Endeffekt. Echt ein schönes Gewehr. Das wäre so quasi die Bedienung. Der Motor und die Gearbox laufen sehr sauber. Das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Sie triggert auch sehr schnell. Also ist wirklich nicht schlecht. Ja. Die Gearbox läuft sauber, der Motor zieht sehr schnell durch. Der Druckpunkt ist natürlich nicht fühlbar. Ihr könnt es an meinem Daumen sehen, Entschuldigung, am Zeigefinger. Ziehen, 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 ziehen. Jetzt bricht er. Also nicht ganz nachvollziehbar, aber es funktioniert. Blasen wir hier mal ein bisschen Styropor weg. Es funktioniert ganz gut. Jo, das ist jetzt hier im Endeffekt die Bedienweise und Funktionsweise der SAR M41FS. Ein sehr schönes Gewehr. Ich persönlich mag sie echt gern. Kommen wir mal jetzt eben zu den wartungstechnischen Geschichten. Zerlegbar, wie gesagt, eben über die Pins. Ganz klar, recht easy. Motor sitzt im Griff. Kommen wir zum Batteriecompartment. Auch beim Hinterschaft. Es gibt die Version noch natürlich mit Ausziehschaft. Das hier ist die mit fixen Stock. Nach unten drücken, nach hinten rausziehen.
So, kommt zum Vorschein ein bisschen Kabelsalat. Hab hier jetzt einen Lippo drin, einen 11.1er. Standardmäßig verfügt die Waffe über einen DIN-Hochstromstecker, eine schöne silikonummantelte, mit großem Querschnitt verfügende Kabelthematik und eine Sicherung. Der Platz hier hinten reicht von Stick-Types, Double-Sticks, vielleicht sogar ein Triple-Stick und natürlich den ein oder anderen größeren Lipo-Block. Also da habt ihr auf jeden Fall gut Platz, um den Großteil unserer Akkus zu verstauen, solange sie jetzt nicht zu breit sind. Aber da gibt es auf jeden Fall genügend Sachen. Ne? Montiert wieder genauso, draufstecken und dann wieder nach oben aufklipsen. Und schon sitzt das gute Stück wieder ziemlich fest und massiv. Sagen wir es mal so, für mich ein echt tolles Gewehr. Vom Erscheinungsbild genau mein Fall, da ich einfach ein großer Fan der Heckler und Koch-Kniften bin. Sehr schön, schön gemacht. Qualitativ, dank des Alu-Risk, fällt es mir sogar noch ein Ticken besser als die 41-43. Für mich persönlich wäre es die Waffe, die ich kaufen und spielen würde, einfach weil sie schön kompakt ist und mir optisch sehr, sehr gut gefällt und die Schussleistung immer noch wirklich super gut ist. Also ich beschwere mich da überhaupt nicht. Es ist wirklich ein stabiles und ein tolles Gewehr, ganz klar. Schussverhalten, Leute. Jo, wie gesagt, ihr habt es gehört und gesehen. Ziel läuft sauber, sie schießt auch sauber. Das Hop-Up ist relativ locker, verstellen sie aber nicht, das habe ich schon ausprobiert. Sitzt richtig gut. Es greift auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr sensibel. Ja. Also gut, es ist nicht so, dass er jetzt hier einen Millimeter schon dreht und alles ist komplett verstellt, katastrophal verstellt, so ist es nicht. Aber ihr könnt sehr feinfühlig das Hop-Up einstellen und das ist für mich eigentlich so ziemlich rein vom Sensibilität her eins der besten Hop-Ups, die ich bisher hatte, weil du einfach wirklich schön sauber mit dem Fingernagel ganz genau deine Kugeln so fliegen lassen kannst, wie du es möchtest. Das ist echt nicht verkehrt. Damit lässt sich was anfangen. Präzision ist gut. Sie ist natürlich etwas unpräziser als die mit dem Langlauf. Uns fehlen einfach einige Zentimeter. Nichtsdestotrotz 25-30 Meter, mannhohes Ziel, paar Schuss, triffst du es schon. Ja. Also echt sauber. Auch die Kugeln segeln recht weit. Ist wirklich ein tolles Gewehr. Ich bin ein großer Fan davon und wenn ich mir eine kaufen würde, dann wäre es wohl die Version hier. Erinnert halt auch wieder an eine große MP5 im Kaliber 7,62, aber das ist einfach mein Stil von Sturmgewehr, sage ich jetzt mal. Ja. So eine kurze, knackige Battle Rifle, so Maschinenkarabiner, absolut cool. Und das ist jetzt auch mein Fazit zur Waffe. Bugatti hat da ein ganz schönes Paket geschnürt, sehr, sehr schöne Waffe, sehr führig. Auch vom Gewicht, die ganze Balance ist wirklich top. Die Performance ist super fürs Geld. Wir reden hier immer noch von knapp unter 300 Euro. Magazine werden in Zukunft noch einige kommen. Im Moment, jetzt zum Release, sind Mid- und Low-Caps vergriffen. Die kommen aber noch nach. Mit High-Caps würde ich sie persönlich jetzt nicht spielen wollen. Da ich bei diesen High-Caps gemerkt habe, wenn ich sie aufspanne, und zwar voll aufspanne, kriege ich vielleicht 7, 8, 9 Schuss raus. Und das war's dann. Dann muss ich hier schon wieder nachspannen. Also das ist ein bisschen wenig. Das bin ich eigentlich anders gewohnt, aber ich bin generell kein High-Cap-Fan. Genau. So viel dann zu dieser Waffe, die ich echt sehr gern mag und ich echt sehr gern wieder zurückgebe, weil es einfach ein super schönes Gewehr ist. Echt ein gutes Stück. Macht richtig Spaß damit zu schießen und wünsche euch natürlich viel Spaß mit meinen anderen Videos. Dankeschön. Bis die Tage. Ciao, ciao.